Mit dem Erscheinen des neuen Vasker-Caverts gibt es auch eine weitere neue Verwendungsmöglichkeit für unsere genetischen Codes. Neben einem Inkubator-Slot und einem Energiekern benötigen wir nämlich ganze 10 Stück für ein einzelnes Carvert. Neben Koras eigener Katze namens Venari gibt es zum jetzigen Zeitpunkt genau 3 verschiedene Arten. Das aggressive und auf Schaden basierte Adaza-Carvert, das zum Farmen und Unterstützen optimierte Smeta-Carvert und mit dem alten Blut hinzugekommen das vampirische Vasker-Carvert. Um folglich alle 30 genetischen Codes, oder 39, falls man Kora noch hinzuzählt, zu erhalten, müssen wir wilde Carverts im Orokin-Wrack scannen. Dafür müssen wir einen Schlüssel für eine beliebige Orokin-Wrack-Mission im Markt kaufen, in der Schmiede herstellen und anschließend die Mission starten. Ich empfehle dabei offenere Missionen wie Gefangennahme, Sabotage oder auch Auslöschung, da beispielsweise Verteidigungsmissionen weniger generierte Räume haben und folglich auch die Wahrscheinlichkeit, um wilde Carvats anzutreffen, geringer ist. Sie tarnen sich mit vollständiger Unsichtbarkeit, bis ein Gegner in ihre Nähe kommt oder der Raum in einen Alarmierungsmodus wechselt. Letzteres geschieht, sobald man Schaden durch den Angriff eines Infizierten erleidet. Da wilde Carvats sehr wendig sind und viel hin und her springen, erschwert uns das Scan enorm. Deshalb empfehlen sich Unsichtbarkeits- oder Immobilisierungs-Warframes, also solche, die Gegner festhalten können. Ich tendiere hier lieber zur Unsichtbarkeit mit Loki oder Ivara. Das bleibt aber natürlich jedem selbst überlassen. Das Festhalten mit einem auf Reichweite und Dauer gebauten Limbo funktioniert auch besonders gut, da seine Stasis den gesamten Raum betreffen kann und seine Riftwoge selbst die unsichtbaren Gegner markiert. Treffen wir nun auf wilde Carvats, dann spawnen diese immer in Gruppen von 2 bis 6 Stück. Durch unseren Scanner erkennen wir diese auch trotz ihrer Unsichtbarkeit. Nachdem wir sie gescannt haben, gibt es eine 25%ige Chance, dass wir einen einzigen genetischen Carvat-Code erhalten. Ein Ressourcenbooster verdoppelt dies auf 2 Stück. Und für wen dies zu aufwendig ist und das zu lange dauert, gibt es natürlich auch noch Alternativen, die aber wiederum nicht für jeden in Frage kommen. Einerseits kann man ein komplettes Carvat-Anfängerset im Markt kaufen. In manchen Fällen ist das Platinum dafür schneller erfarmt, als die einzelnen Codes zu erfahren. Falls du wissen möchtest, welche effektiven Methoden es gibt, um kostenlos an Platin zu gelangen, dann kannst du jetzt oben auf das i klicken. Für Spieler, die die Sande des Inarus noch spielen, bietet sich ebenso eine Methode an. Auch wenn diese Quest bei Barukitir, also dem Voidhändler, gekauft werden muss, spawnen während ihr bis zu 50 wilde Carvats, die uns 5 bis 10 genetische Codes im Normalfall erhalten lassen können. Einige weitere Tipps sind das Starten dieser Mission in einem vollen Viererteam, da dies die Spawnraten der Gegner erhöht und folglich auch mehr Carvats erscheinen können. Zudem das Entfernen von Waffen oder Angriffsmods auf Begleitern, damit diese die wilden Carvats nicht aus Versehen umbringen. Der Heliocore-Hammer kann selbst dies umgehen, da diese Waffe automatisch beim Umbringen der Carvats einen Scan durchführt. Möchten wir nun mit Hilfe der genetischen Codes ein neues Carvat züchten, so können wir zwar nicht bestimmen, welche Art wir erhalten, jedoch ist dies mit genetischen Abdrücken anderer bereits existierender Carvats beeinflussbar. Die Blaupause für diese Abdrücke kann im Markt gehandelt werden und fertige Abdrücke ebenso zwischen Spielern. Um die Chance auf ein neues Vasker-Carvat zu erhalten, benötigt man selbst 1 bis 2 Carvats, mit welchen man in den Eidolon-Ebenen umherläuft und sie von zufälligen wilden Vasker-Carvats mit dem Vasker-Virus infizieren lässt. Die Infektion ist erkennbar an einer roten Umrandung um das Carvat herum. Sobald nun ein genetischer Abdruck von dem infizierten Carvat gemacht wird, so wird die Infektion entfernt und beim Benutzen dieser die Chance auf ein Vasker-Carvat erhöht. Wenn ich dir damit das Erfarmen der genetischen Codes ein wenig erleichtert habe oder du dir jetzt auch ein eigenes Vasker-Carvat züchtest, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Glocke an und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, Scholatenne!